Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Startup Company hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und SteelTube leidet gerade unter einer DDoS-Attacke. Ich weiß nicht, wer es ist, aber er ist böse. Wir wollen unser Sysadmin-Team etwas verstärken, dass wir dann noch ein bisschen was an Teilen schon mal haben, falls wir sie später brauchen und uns dort erweitern. Haben hier so richtig, eigentlich sind wir so richtig eng zusammengerückt mit allen möglichen Krempeln. Es ist auch die maximale Anzahl an Leuten, die wir momentan hier beschäftigen können in diesem Büro. Ja, sieht schon sehr eng aus. Das heißt, wir werden hier erstmal umändern auf Personalvermittler, Headhunting starten und wir werden erstmal einen Manager uns raussuchen. So. Headhunting starten. So. Der soll dann erstmal hier hinkommen und dass wir dann hier ordentlich was... auch noch erreichen können, oder beziehungsweise den Menschen hier erstmal hinsetzen können, die kommen dann schulen. Und ähnliches. So. Anforderung nicht erfüllt. Genau, der hat hier das gleiche Problem. Wenn er die Dinger herstellen muss, braucht er Cluster. Okay. Das ist das, warum ich denn da einen einstellen will, weil das wird jetzt dort bei allen Leuten ab und zu mal vorkommen, dass die jetzt hier dann zwar schon mal ein Cluster machen, also der macht gerade ein Cluster, aber dann müssen wir dann mal gucken, dass wir das sauber so hinkriegen. Und wie gesagt, das geht dann halt eben nur mit Manager, der dann halt eben genügend vorhält und der das dann für uns automatisch regelt und wir dann keine Schwierigkeiten kriegen. So, Zeitmaschine starten, nächster Tag ist da. So, gut. Die DDoS-Attacke ist auch vorbei. Das dürfte dann hier bei SteelTube, sieht man dann natürlich hier mal einen Einbruch der Leute, aber es ist jetzt nicht so extrem gewesen, wie es zu, ja... wie es im ärgerlichsten Fall gewesen wäre. So, gut. Unser Hosting läuft. SteelChip, da wollte ich jetzt noch das Feature, wenn wir erstmal die Profilseite, die Verbesserung, die letzte machen hier. 1, 2, ja, Stufe 40 haben wir. So, das sind alle auf Stufe 40, von denen, die gerade aktiv sind. Und ich habe hier natürlich noch die Bilder hochladen, Geschichte, aber da brauche ich auch noch die Eingabemodule ein paar Mal dann. Dann können wir dann das auch schon mal, ja, sagen wir mal, müssen wir relativ hochbringen auf eine gute Stufe. Aber da reicht Stufe 50%, glaube ich, aus, weil das fällt dann nicht mehr auf, weil ja vier andere mit 100%, einer mit 50%. Macht dann zusammen 450 durch 5 sind wir immer noch bei 90% Zufriedenheit. Also das ist dann nicht ganz so wild. So, aber das wäre ein schönes neues Feature und das können wir natürlich hier noch dementsprechend neu bewerben. So, was hast du denn hier schon an Managern gefunden? Ist denn da schon hier? Guck mal, der ist doch schon, der reicht mir doch schon aus. So, dann nehmen wir mal 3500 Standardangebot. Ein Manager, 22 Jahre alt, der wird also noch in der Firma sein, wenn ich schon nicht mehr hier bin. So, 4000, was hast du mir? 5000. 4300. 4700. 4500 und er schlägt ein. Wunderbar. So, dann haben wir einen Manager. Halt, dann kann ich hier zumindest das schon mal ausmachen, abbrechen. Headhunting starten. Wir hätten gerne noch ein paar Systemadministratoren. Headhunting starten. So, dann setzen wir den hier hin. Und dann kann der hier erstmal schon mal keinen Produktionsplan. Nein. Der soll schulen. So. Und Produktionspläne verwalten, da machen wir den hier, Plan erstellen, das sind Sysadmins. Sysadmins Plan, die sollen natürlich dann dementsprechend Systemadministrator Sachen machen. Hätte ich gerne 100 davon, 100 davon, 100 davon, 100 davon. So, denn ich glaube, diese ganz großen Sachen, die brauche ich nachher für die Zeitmaschine Stand, für die Produktionsplan, für die ganz großen Server. Und das ist natürlich dann wichtig, wenn ich dem das denn da schon mal sagen kann. So, du sollst bekommen natürlich hier erstmal schon mal 3 Leute. So. Die sind schon mal Experten und hier werden ja noch weitere neue Leute gesucht. Schön. Gut, das läuft schon mal und hier sehen wir bei SteelTube den Supporter von SteelTube. Mitarbeiter, SteelChip. SteelTube. Du musst mal ganz kurz deine Schulung abbrechen. Du musst mal das Ticket bearbeiten. Und dann kannst du wieder geschult werden. Dann kannst du wieder in Schulung gehen. Es ist recht eng hier. Also ich möchte in so einem Büro nicht sitzen.
beim besten Willen nicht, aber naja, was willst du machen, ne? Wattwärme ohne Wattwürmer, so ist das Leben halt. So, gut, also personaltechnisch sind wir jetzt an der oberen Grenze, was dieses Büro liefert. Das heißt, es ist denn wirklich demnächst so weit, dass wir das neue Büro beziehen müssen. Ja, das könnte natürlich nur sehr interessant werden. Wir müssen die Serverauslastung uns noch ein bisschen angucken, aber die sieht momentan sehr wohlig verteilt aus. Hier ist natürlich das meiste Wachstum und dann gucken wir hier in die Features nochmal rein hier und dann machen wir hier nochmal. Da können wir, uiuiui. Richtig gut aufstufen. Sind wir schon bei Stufe 15. Also ab Stufe 20 wird das hier freigeschalten. Dann gibt es nämlich hier dann wieder noch potenziell. Wie viel hat er denn schon? Nochmal weiter über 100.000 neue Leute dazu. So, kann ich denn, warte mal, kann ich CU auf jeden Fall sparen, weil von dem Zeug habe ich eigentlich immer ganz schön viel, aber auch nicht so viel, ne? Grafikkomponenten, Vorlagenkomponenten, naja gut, die gehen natürlich jetzt auch gut weg, ne? Da müssen wir dann nochmal gucken, ob das jetzt noch passt, wenn die denn alle wie die Blöden programmieren, dass sie dann noch welche genug haben. So, hier haben wir auf jeden Fall noch genügend Komponenten, da konnten wir noch ein bisschen Effizienz reinbringen. Okay, so, Videofunktionalität konnten wir ein bisschen runterbringen, Kommentarfunktion. Da können wir auch nochmal 3 Punkte rausholen, gut. Dann müssen wir jetzt mal gucken, bei Steel Tube, wo sind wir jetzt bei den 2,2, achso, Steel Chip wollte ich ja gucken. Hosting 3,09, also das müssen wir unbedingt unter 3 kriegen, damit wir da ein bisschen da noch dran sparen, also dass wir nicht andauernd teuer neue Server kaufen müssen, aber gut. Es ist alles noch im Rahmen des Möglichen und des Bearbeitbaren, von daher alles nicht so wild. So, gucken wir doch mal, haben wir denn schon was Potenzielles hier, was wir günstig einkaufen können und gut hochschulen können? Nee. Nichts Schönes dabei. Weg damit. So. Gib mir mal die nächsten. Also wie gesagt, das in Klammern, das sollte denn schon eine hohe 190er Zahl sein und das vorne hätte ich gerne unter 90, weil das schule ich dann trotzdem hoch. Also das ist die Zeit, die nehme ich mir dann. Weiß ich nicht, ob das, also das ist glaube ich die effektivste Art und Weise. Dass man das nicht einstellen kann, dafür, dass es dann länger dauert. Naja, gut. Okay. Passt schon. Gut. Gibt es denn hier bei den Werbeverträgen irgendwas Schönes zu sehen? 3,8, ne? Hier über die DDoS-Attacke. 3,7. Für 4 Millionen haben wir rausgesucht. Gibt es aber auch nur einen, den man davon behalten könnte. Momentan. So, wie sieht's hier aus? Du suchst für 5 Millionen raus, die hätten wir schon. Okay, wir hätten auch schon noch ein bisschen mehr. Oh, 4,30 hier und das ist natürlich richtig gut für 5 Millionen. Also die Verlängerung machen wir erstmal nicht. Das ist natürlich ein richtig guter Vertrag hier, 5 Millionen und ich könnte jetzt den Filter hier so durchaus auf... Jetzt stellen wir ruhig mal auf 6 Millionen schon mal. So, weil die werden wir demnächst erreichen hier. So, und dann gucken wir mal, vielleicht haben wir dann auch einen schönen 6 Millionen schon. Das wäre natürlich noch schöner. Dann könnte man da noch mehr Geld mitmachen. Irgendwann kommt man ja nicht mehr raus aus der Gelddruckmaschine, ne? So, was ist das jetzt hier Schönes? Virtuelle Hardware-Speichermodul, User-Feedback-Backend-Modul, na, das ist mir alles... Ich, eigentlich müsste ich, warte mal, kann ich, warte mal. Wie konnte ich denn? Ich kann die erstmal verbessern, okay. So, schon am Beginn. Ich könnte mir vielleicht ein paar Sachen outgesourced herstellen lassen, ne? Geht ja auch noch. Vielleicht kann ich die ja so rum besser nutzen. Weiß es nicht. So, Personalchef, ja, der wäre auch noch ganz gut, ne? Arbeitszeit kontrollieren zu können, Personalchef kontrollieren. Mehrere normale Manager. Das wäre natürlich dann auch nicht schlecht, ne, wenn wir das nochmal machen könnten. Oder hier so ein bisschen Gedöns freischalten. Programmierer-Schreibtisch. Weiß nicht, ob der nochmal einen extra Bonus bringt dafür. Manager-Schreibtisch. Für meine Programmierer, ne? Ob der denn nochmal, ob die denn nochmal schneller dran arbeiten. Wäre cool, Ben. Wäre cool.
kostet sowas hier? Warte mal, erstmal Produktion, da haben wir jetzt nur noch Marketing und die hier da unten freizuschalten, Marketing-Experten. Gut, machen Marketing fortschrittlich erstmal, obwohl wir das noch nicht nutzen. Aber es geht schon mal. Gut. Achso, hier mal gucken, gibt es hier was Interessantes? Richtig nicht, ne? Hier mal 198 bei 91. Das können wir uns mal angucken hier. 5, 7, wenn wir schon haben. 4000. 4, 4. Da waren es bei 4600, okay, das geht noch. So, guck mal weiter hier. Da war dann jetzt da drunter noch einer. Ja, kommen die mal auch mit. 5 sind 5 4000 5000 4300 47 44 46 45 Hammer, sehr schön. So, gut, dann haben wir schon mal zwei daraus gefunden. Dann werden wir den Rest erstmal wieder wegschmeißen. So. Und dann werden wir die erstmal hier hinsetzen, auswählen, Schulung, Schulung beginnen. So, da hinsetzen, auswählen, Schulung, Schulung beginnen. So. Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Du bist noch in Schulung, ne? Ja. Okay, so. Hier ist das Ticket jetzt bearbeitet. Dann kann ich sie ja wieder Schulung beginnen lassen hier. Und dich kann ich verbessern und die Schulung beginnen. So. Okay. Das sieht schon mal sehr gut aus. Da geht was vorwärts. So, Steel Chip hat jetzt hier bei den Features noch die Bilder hochladen Funktion. Und das wird jetzt offiziell freigeschalten. Und dann kostet uns natürlich jetzt das Ganze hier noch wieder. Das wird hochgehen jetzt, wenn ich das freischalte. Uh, 3,8 pro User. Aber wir haben eine neue Funktion, Marketing. Schauen wir mal. Geht das? Geht nicht, okay. Marketing geht hier zurück. Bannerwerbung geht aber. Startseite männlich, okay. Wir wollen das Bilder hochladen, bewerben, Kampagne erstellen. Bannerwerbung, Bilder hochladen. So, das Wachstum schnellt jetzt in die Höhe und jetzt müssen wir da unbedingt die Server erweitern. Also da müssen wir jetzt noch ein bisschen Geld in der Hand nehmen. Da gehen wir mal ganz kurz rein und dann würde ich sagen, kaufe ich mal schon mal ein neues Rack noch. So, so gut. Hier in dem Rack kann ich jetzt noch unterbringen eine Kühlung, ein Gerät. Und eine Kühlung. So, nehmen wir hier erstmal eine Kühlung rein. Dann nehmen wir hier einen Datenbankserver rein und noch eine Kühlung rein. Und dann ist das alles cool. Dann werden wir den konfigurieren und dann ist das weg. So, okay. Dann ist das Rack jetzt erstmal durch. So, dann wird hier in dem Rack eingebaut. Ein Webserver. Kühlung. Bestätigen. Kühlung. Bestätigen. Kühlung. Bestätigen. Kühlung. So, die werden wir jetzt erstmal noch durchkonfigurieren hier. Und dann gucken wir nochmal unten auf die Zahlen. So, 17.000 und 17.300 heißt Gerät hinzufügen, bestätigen, hoch, Kühlung einbauen. Konfigurieren, 17.600, Gerät hinzufügen, Kühlung, kaufen, Kühlung, kaufen, so, 18.100, aber erstmal 250.000, das ist schon mal wieder wesentlich mehr. So, Zeitmaschine starten für den nächsten Tag.
So, das Hosting dürfte hier ganz gut laufen. Features müssen wir denn hier nochmal. So, bis auf Stufe 30 sind wir dort. Kostet uns immer mehr, ne? Also wir müssen das unbedingt runterkriegen hier. Aber na gut. Dafür brauchen wir Sachen. 71%. Okay, also da haben wir dann erstmal noch Platz nach oben. Das geht schon mal. Wie viel Geld haben wir? 5,7 Millionen. Ja, dann kann ich noch ein bisschen investieren. So. Also, dann ist das jetzt erstmal eine Kühlung. Ist immer wichtig. Dann ist das das nächste. Dann ist die Kühlung. Dann nochmal den. Kühlung. Kühlung. Konfigurieren. 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 So, dann haben wir Geräte hinzufügen, Datenbankserver, Kühlung, Webserver, Kühlung. Da sind wir die 100% der potenziellen Nutzer angeschlagen. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da ein bisschen besser werden. Hier, jetzt müssen wir mal die Server das dann gucken hier. Wie sich das so zur Stoßzeit ausbildet. 80, 84, 86, 88, 94. Das könnte natürlich wirklich in die 100% gehen. Das wäre nicht gut. 95, uiuiui. Ja, da müssen wir was tun. Da müssen wir unbedingt was tun. Okay, so. Also wir können natürlich hier durch die Racks erstmal noch ein bisschen was holen. Also ich meine, jetzt kann ich hier nochmal, wenn ich einen Cache dazu pappe und eine Kühlung und die dann konfiguriere, noch ein bisschen was rausholen. Aber das ist dann auch erstmal alles. Was ich hier tun will. Zeitmaschine starten. So, Vertrag Nummer 74 ist ausgelaufen. Oh, jetzt müssen wir gucken, was ist Vertrag 74 gewesen? Nee, da wollte ich aber nicht hin. So. Da wollte ich hin. Vertrag Nummer 74 bist du. Ah ja, du hast ja dann noch den 6 Millionen hier gekriegt. Oh, 6 Millionen für 6. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? 6 Millionen, komm, wir fahren den 6 Millionen hier. Das ist der Chip. 6,1 Millionen haben wir. Okay, Bannerwerbung. 5 Tage verhandeln. So. Also mein Guter, du möchtest gerne auf meine Webseite, dann musst du auch dafür bezahlen. So, 37 kommst du mir erstmal. Na gut, dann komm ich mal mit 10,70. So, dann kommst du mir mit 8 Euro, bist ganz schön pissig schon. Komm ich mal mit 10. 8,50 bei 29%. Komm, ich komm dir mal richtig entgegen, 70. 9, 10. Bei 29? Gut. So, ein bisschen pisst ist er, aber das ist mir egal. Aber wir haben 29 für 6 Millionen User. Das heißt, das ist, glaube ich, mit meinem fast lukrativster Vertrag. Ne? Also da ist schon richtig, das ist schon richtig gut hier. Sehr schön. Gut. So. Achso, warte, dann kann ich den Typen hier einfach. Der ist das nicht. Dem Typen kann ich jetzt ja hier schon mal sagen, dass ich jetzt ganz gerne den Filter auf 7 Millionen haben will. Weil das ist so das nächste, denke ich mal, was dann kommen wird. So, dann machen wir das weg. So, gut. Dann lassen wir den Vertrag mal laufen. Und achso, hier müssen wir jetzt mal bei den Features. Oh, die Startzeit wird jetzt höher, dann kann er noch ein bisschen was kriegen, aber wie gesagt, ich will das Risikokapital hier raus haben, diese 9 Millionen. Damit ich dann auch keine, nichts an den Investor mehr abdrücken muss, wenn ich was in die Richtung in meine Kasse stecke, ne? Also das ist, will man ja auch nicht. So, sind da irgendeiner nicht ganz, war nicht alle recht zufrieden hier, ne? Naja. Gut, wie siehst du hier aus? Du machst Schulung. Ach, warte mal, hier vorne, du machst jetzt schon Dinge hier. Du kannst mal noch schulen. Du kannst mal auch noch schulen. Du auch noch. Du bist noch in der Schulung. Du kannst auch noch geschult werden. Du bist durch.
Und du bist durch. Alles klar, gut. Dann sollten jetzt demnächst alle durch sein. So, du bist noch in der Schule. Okay, okay. Die machen hier alles Sachen, aber die sind ja eh schon Stufe 4 hier. Gut, ja. Aber jetzt machen sie schon mal solche Dinge da. Ah ja, jetzt können wir noch mal ganz kurz gucken. Haben wir noch ein paar neue Leute, die uns vielleicht gefallen würden. Nur so richtig ist da auf dem Personalmarkt nichts. Doch, hier ist was Schönes. Warte mal, war der das? Zurück. Nochmal durch. Ich glaube, ich habe mich verklickt. Den hier wollen wir haben. So. 3500 Einstiegsgehalt. Ja, der ist 49 Jahre alt. Der wird bald aufhören. Nee. Der ist zu alt. Da habe ich nicht mehr viel von. Ja, 15 Jahre habe ich noch was von ihm. Ja, komm. Fies, ne? Aber selbst trifft man die Entscheidung, wenn man dann so selber drüber nachdenkt, ja, wie alt muss man selber, ne? Hier 96 bei 200, da kommen wir probieren auch so billig wie möglich einzukaufen, aber naja, so billig wie möglich nicht, aber zumindest einzukaufen. Holen wir uns die beiden noch. So, da oben geht es jetzt schon wieder einen weiter und dann kann ich ja wieder in der Entwicklung mithelfen und da ein paar Sachen mit ausbügeln. Ah, komm. So. Okay, die waren ziemlich pissed. Aber was willst du machen? So, dann du wieder Entwickler und weiter geht's. So, dann setzt du dich dahin und fängst an zu schulen. Und du setzt dich dahin und fängst an mit Schulen. So, Zeitmaschine starten. Die Nacht haben wir auch überstanden. Gut, sehr schön. Geld gab's auch wieder drauf aufs Konto. Das ist ja schon sehr, 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 sehr gut jetzt. Oh, Nummer 55. Wir steigen mal weiter. Hier ist auch schon 59, also die kommt auch immer weiter nach oben. Irgendwann können wir uns auf dem Markt mal umgucken und vielleicht ein paar eigene Sachen aufkaufen. So. Ja, du bist gerade untätig. Ja, du bist ja der, der die 7 Millionen raussucht, ne? Boah, hier 7 Millionen für... Okay, was wird das schon mal nicht automatisch verlängert? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Leute ich... Ah, ich weiß nicht, wie viele Leute ich... Ob ich da die 7 Millionen schon habe? Wie habe ich jetzt momentan C-Chip? Wie viel habe ich momentan? 6,2. Oh, das wird knapp. Das wird sehr, sehr knapp. Naja, müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal da dran denken. Okay, das soll es aber erstmal gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben unser Administrationsteam verstärkt. Wir haben einen neuen Vertrag für C-Chip. C-Chip hat auch das neue Feature jetzt schon frei. Kostet uns jede Menge Energie auf dem Server. Da müssen wir natürlich nochmal dran, dass wir das nicht ganz so doll verbrauchen. Jetzt brauche ich noch ein Dateisystem, dann kann ich den auch schon auf Stufe 40 bringen. Kostet mich dann nochmal pro User 0,13 mehr Computer-Units. Und dann müssen wir zusehen, dass wir dann optimiert bekommen, beziehungsweise dass wir da vielleicht eventuell dann mal sauber durchkommen. So, gut. War noch irgendwas? Nee, das war's erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.